Wir rennen zurück. Auf der 62 ist es grün für den Bus. Jetzt kriegt das Auto auch grün. Dann lassen wir fahren. Du lässt mich raus. Das ist ja sehr freundlich. Ich will sofort aussteigen. Es ist ja unmöglich, wie Sie fahren. Ich habe ja heute immer gute Laune. 5 Minuten Verspätung haben wir jetzt. Der hat mich doch rausgelassen. Das habe ich doch richtig gesehen, ne? Und nur weil ich dann abgebogen bin und deswegen den linken Blinker ausmachen musste, hat er sich gedacht, ne, ich fahre dem jetzt in die Karre. Die Folge geht gut los, finde ich. Aber was habt ihr da für eine Rotze programmiert? Ganz ehrlich. Wenn ich da immer höre, ja, für Gladbeck, beziehungsweise jetzt für Ruhrgebiet, ja, das ist so eine Rotze und dafür auch noch Geld verlangen, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, das kann man auch über Omsi genauso sagen. Was ist das für eine Rotze und dafür verlangt man Geld? Warum spiele ich um sie trotzdem, weil es doch irgendwie cool ist. Genau das gleiche Argument wie für Ruhrgebiet auch. Außerdem gibt es keinen besseren Bus-Simulator, wie ich finde, wo man gut Custom-Maps unterbringen kann. In so einfachem Stil. Hallo. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. Du hast auch nichts von Höflichkeit gelernt, ne, kleiner Mann? Dankeschön. Sofort zu drängeln ist bestimmt nicht höflich. Naja. Loading AI. Ach, egal. Wir haben schon Verspätung. Entweder schafft er es bis dahin. Oder der hängt sich auf und dann können wir nachladen. Aber da läuft wenigstens die Zeit nicht weiter und ich kriege nicht mehr Verspätung. Hinter dieser Lärmschutzwand ist übrigens eine Autobahn. Die kann man auch befahren in die Richtung. Kommt man in Sprindorf Ost raus. Wie auf hat, das sehen wir gleich. Aufgeregt jetzt, ne? Hier ist so eine Ecke, da überlege ich mir mit dem Gelenkbus immer zweimal, wo ich stehen bleibe. Entweder ich bleibe mit dem Gelenkbus dann hier stehen, blockiere nur die Autos hinter mir, aber lasse die von rechts durch. Oder ich bleibe mit dem Gelenkbus hier stehen. So. Und blockiere die Autos hinter mir, weil die aus komischen Gründen immer noch warten, und die Autos von hier. Ich sehe gerade, mit dem Solobus ist das nicht besser. Okay.
Deswegen bleibe ich meist hier vorne stehen, dass ich zumindest die Autos durchlassen kann. Egal jetzt. Ich fahre nicht so oft Solo-Bus. Ich weiß nicht warum. Für die Linie eigentlich angebracht. Hier ist die Tür. Hallo. Warte, gesehen. Gut. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Zeit haben zum Wenden. Ja, haben wir. Da kommt man auf die Autobahn, also da, wo wir gerade gekreuzt haben. Nee, ich fahre nicht scheiße, aber guckt euch doch mal hier diese Verkehrssituation an. Diese Kreuzung, wie die gebaut ist, ne? Ist ganz schön gefährlich. So. Hier kommen wir jetzt mal zu einer Baustelle, die ausnahmsweise nicht ich gebaut habe. Nämlich, normal geht's hier. Jetzt wird eh rot. Hier links durch. Da müssen wir lang. Stattdessen fahren wir hier über den Rewe-Parkplatz. Nachdem wir eine vollständige Runde gewartet haben. Warum die Straße zu ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen Rückstau nur. Ja, also statt hier durch, fahren wir hier drüber. Das geht natürlich nicht alles gleichzeitig. Das würde zu Verkehrschaos führen. Dafür ist der Parkplatz nicht breit genug. Deswegen gibt es hier diese schöne Ampel. Eine Minute wird knapp. Auch wenn man nicht verspätet anfängt damit. Dafür können wir jetzt hier geradeaus drüber fahren. Gucken wir mal einmal, ob da nicht noch ein Kollege kommt. Opale. Und ziehen dann rum. Hallo. Das ist natürlich auch nur provisorisch hier. Normal würden wir wahrscheinlich gar nicht hier so durchfahren. Keine Ahnung. Da ist ein alter Bus auf der 41 unterwegs. Hier weiß ich, hier muss man eigentlich auf das Signal warten. Es wird dann irgendwann grün und dann darf man fahren. Aber das ignoriere ich meist, wenn ich in diese Richtung fahre. Das war knapp. Außer heißt für mich, ich darf fahren. Das ist aber da nicht so gedacht.
So, du willst bei mir mit und der andere wartet wahrscheinlich auf die 41. Die auch von hier ein bisschen weiter fährt als wir. Schön gebaut hier, ne? Da überlege ich noch, wie ich mit der Situation umgehe in Bezug auf Straßenbahn. Die eigentlich bis zum Berger Platz fahren soll vom Spindorf Rathaus. Da überlege ich noch. Ja, hier kommen wir jetzt zur Baustelle am Spreendorf Rathaus. Deswegen fahren wir nicht links auf den Vorplatz, sondern halten. Du willst nicht mit, ne? Nein. Statt hier links drauf zu fahren und dann hier rechts halten wir hier. In die Richtung ganz einfach. Hier links die Kreuzung, wie gesagt, komplett weg. Hier bin ich noch am Höhenausgleich dran, deswegen schwebt da so ein Bordstein in der Luft, wo einer langläuft. Ja, ich weiß, es ist eng hier. Da wird alles noch dran gearbeitet, ja. Dass demnächst ein bisschen anders da aussieht. Dann fährt hier zusätzlich zu den Buslinien noch eine Straßenbahn. Da hat wieder einer den Kinderwagen-Taster gedrückt. Ich sehe das. Was ich inzwischen gemacht habe, ist hier die Routen korrekt wieder zu verlegen. So dass jetzt hier nicht Busse auf dem Bürgersteig begegnen oder auf der Stelle im Kreis fahren. Das passt inzwischen. Ich bin der Bahnhof, ist aber weiterhin noch Baustelle. Noch eine 41, da war doch gerade erst eine. Da war doch gerade erst eine, die Pause gemacht hat. Naja, ich weiß auch nicht, wie das da geregelt ist. Die ist bestimmt schon losgefahren, weil wir ja deutlich zu spät dran sind. So, normal. Wenn wir. Was ist denn mit dem Bus auf einmal los? Können wir nicht mehr schalten. Ja. Auch egal. Schönen guten Tag. Normal würden wir jetzt hier links einfach drauf fahren und wenden. Wir im Pausenbereich. Aber zu Stoßzeiten, also mittags rum, zum Beispiel,
fahren wir noch zwei Haltestellen weiter bis zur Sisselsforster Straße. Was mit der Verspätung auch schon wieder witzlos ist, aber vielleicht haben wir vor dort ja Leute, die von dort mitfahren wollen. Schon ist es wieder sinnvoll. Hier habe ich auch noch nichts geändert. Warum sollte ich auch? Hat alles seine Zeit. Ich glaube, wir kommen exakt zur Abfahrtszeit da unten an, ne? Ne, wir haben noch 2 Minuten mehr. 12:06, okay. 3 Minuten mehr. So, jetzt geht es nämlich nur hier links rum. Können wir auch direkt vorfahren. Das passt eh nicht mit dem Pausenplatz hier. Die Fahrten bis zur Sisselsforster Straße fallen dann weg, sobald es die Straßenbahn gibt. Braucht der Verstärker hier nicht mehr sein. Ich danke fürs Zuschauen. Morgen gibt es die Rückfahrt. Beziehungsweise die Fahrt zum Gisela Müller-Wolfig. Also. Tschüss.